Boah. Also ein Lost Place ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Oh. Da waren 4 Münzen drin. 4 Münzen. Herzlich willkommen, Freunde, zum nächsten Video auf unserem Kanal. Wie ihr seht, heute ist der gute Fritz Meinecke mit dabei. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Wenn nicht, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist auf jeden Fall der Kanal verlinkt. Er macht viele Outdoor-Videos und es ist ganz gut zu koppeln mit dem Sondeln. Deswegen sind wir heute auch mal unterwegs. Wir sind im Ausland. Hier sind richtig viele Kasernen, wie man schon sieht. Und ja, wir hoffen uns hier was Gutes zu finden. Ich bin mega gespannt, ey. Fritz, erste Sondeltour. Mal sehen, was er heute so findet. So, neben meinen rosa Latschen habe ich natürlich auch die Detektoren bei. Wir haben den Expedios mit der großen Spule, den klappbaren Spaten. Und der Fritz, der übt schon fleißig. Das ist Technik, ein Hüftschwung. Genau, der hat den XP Aux. Und ich werde mir jetzt erstmal zeigen, wie das Gerät funktioniert und wie man das richtig benutzt. Ihr habt es jetzt live nicht mitbekommen. In meinem Video seht ihr das dann. Ich habe meinen allerersten heftigen Fund gemacht. Ja, er hat gerade eine Einweisung bekommen, ein schönes kleines Blatt Aluminium. Schön! Oder? Das kommt in meine Fundtasche, Freunde. Das werde ich mir einrahmen zu Hause, damit ich diesen Moment meines ersten Fundes nie vergessen werde. So, Freunde, wir haben das erste Signal für heute. Und es ist einfach ein 98er Leitwert. Ja, ist klar. Ja, ich weiß ja nicht, wie groß das sein soll. Es ist auf jeden Fall sehr tief, das hört man schon, weil das Signal sehr schwach ist. Ja, ich bin gespannt. Alter! Nee, das hört sich nicht gut an. Ach, guck mal, was ich hab. Was ist das? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Tankdeckel ein bisschen. Nee, war. Machst du hier gleich mit einem 93er rein? Das sieht schon interessant aus. Oh, das ist. Erinnert mich so ein bisschen schon an Militär, muss ich sagen. Von der Machart. Das ist natürlich auch immer spannend, wenn du dann überlegst, was ist das überhaupt, ne? Ja, was du da hast. Ja. Und wie lange liegt's da schon? Ein Bauteil. Na gut, das legen wir mal vorne mit auf den Haufen hier. Ja. Gut, Freunde, nächstes schönes Signal, 82er Leitwert. Das könnte jetzt durchaus tatsächlich schon eine Münze sein. Das wäre natürlich super. Das ging auf jeden Fall dann, das ginge dann schnell. Aber wollen wir doch erstmal sehen. Na? Oh ja. Ah, schon der erste Sowjetknopf. Echt jetzt? Ja. Doch, klar. Ja, das ist doch schön. Das ist doch genau das, was wir hier vermutet haben. Da, siehst du es? Hammer, Sichel, Stern. Und das Teil kriegt man auch noch richtig schön sauber mit Oxalsäure. Das ist ein Stern. Ja. Das ist ein, ja, Knopf. Geil. Cool. Mega. Da war mal schön Gold. Jetzt leider nicht mehr. Na gut, schöner Fund. Oh ja. Nächstes Signal, ein 94er Leitwert. Ja, das klingt doch genauso wie der Knopf eben vom Ton her, oder? Ich weiß nicht. Ja, doch, doch. Klingt schon so ähnlich. Vielleicht ein bisschen zu groß. Guck mal, was ist das denn? Ui. Ui. Was ist das denn? Hä? An irgendwas erinnert mich das total, aber ich... An irgendwie... Sieht aus wie so ein ja, also Wurfstern. Ein Fidget Spinner, das ist ja, oder Fidget, genau. Ein russischer Fidget Spinner von 1983. Es könnte aber auch aus einer Zeitmaschine kommen von Star Wars. Ey, das Ding ist aber wie krass. Ja, ne? Das müsste man rauskriegen, was das ist. Ist das vielleicht auch ein Werkzeug hier? Guck mal, dass du hier, ja, irgendwie so wie so eine... Das ist irgendwie so eine Klemme, um irgendwo so reinzurasten. Auch hier kommen wir so blub, blub oder ja, so. Ja, stimmt, ja, ja. Und das ist irgendwie... Ja, das sieht schon krass aus irgendwie. Das müssen wir mal rauskriegen noch. Ja, schreibt es in die Kommentare, ne? Ja, ich mach mal ein Foto von mir, das interessiert mich jetzt. Geil, das bockt richtig, Alter. Ein ganz, ganz schwaches Signal haben wir hier. 91er Leitwert aber. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall trotzdem graben. Kann ja sein, dass es ein bisschen tiefer lag. Aber es ist schon draußen, immerhin. Vielleicht ist es auch ein bisschen kleiner, das werden wir gleich sehen. Jawohl, jawohl, es ist der nächste Russenknopf. Der gleiche? Ja. Cool, ja, den brauche ich euch nicht mehr zeigen, habt ihr ja schon gesehen. Aber ja, die sind jetzt hier ähnlich auf der gleichen Höhe gewesen. Deswegen denke ich mal, wir werden hier so ein bisschen noch weiter weg von den Kasernen gehen. Und ja, dann wollen wir doch mal sehen, was hier noch so kommt. Ich hoffe ja wirklich, dass wir eine schöne Münze noch finden werden. Ich hoffe auch, dass Fritz eine Münze finden werdet. Werdet ihr dann in seinem Video sehen. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ja, 95er.
Komm schon. Na, das sieht nicht gut aus. Das wird fetter Müll sein. Ui. Naja, guck mal. Das ist aber kein moderner Alubecher, würde ich mal behaupten. An der Stelle. Ist auch sehr massiv. Vielleicht ist auch gar kein Alu, ist ganz schön schwer. Aber ich sehe leider nichts eingraviert oder sonst was. Wenn doch, dann blende ich es ein. Vielleicht habt ihr eine Idee. Okay. 97er Leitwert. Aber hier scheint auch irgendwas Hartes drunter zu sein, oder? Nee, hier geht's. Ah, bin ich noch mal gespannt jetzt. Oh. Ach so, das ist der nächste Hering hier. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gesehen habt. Ich glaube, ich habe es nicht gezeigt. Da habe ich auch so einen richtig fetten Hering gefunden, wie bei Gerrit und Andi im Wald. Ja, aber der hier wird wahrscheinlich aus Alu sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 94er Leitwert. Aber es klingt ziemlich flach, muss ich sagen. Oh nein, was ist das denn? Hä? Was ist das? Ein Geocache? Ja. Ach, guck mal. Ist noch mehr davon. Hä? Was ist das denn? Ist jetzt nicht irgendwie billiges Plastik, das ist schon ziemlich hart. Nee, das ist was? Ist da noch mehr? Nee. Ist doch alt. Auch wie so ein Dichtungsring irgendwie noch drin gewesen. Na gut. Noch mehr zum Schleppen, schön. So, wir machen einen kleinen Location-Wechsel. Hier sieht man noch so ein paar Baracken, die schon richtig wild verwachsen sind. Und hier noch die Mauer. Und wir gehen jetzt einfach direkt da rein und... Max meinte, er hat da schon einen Riecher für. Hier ist krass. Ja, also ich habe eigentlich gutes Gefühl, dass wenn es so ein bisschen wilder ist, dass da halt weniger Müll liegen wird. Hoffen wir es. Mal gucken. Das ist der Plan. Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber das sind alles Dornen hier. Aber wir müssen hier durch. Es gibt keinen anderen Weg. Es sei denn, wir laufen zurück und wir wollen nicht zurücklaufen. Also, schön mit T-Shirt. Also Fritz hat ein T-Shirt an. Ich hochkrempelte Ärmel und dann durch die Dornen durch. Das macht Spaß. Boah. Oh, so ein Lost Place ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Vielleicht war das mal in so ein Gartenhaus oder so. Ja. Ja. Ah, hat schon was. Ja, das hört sich gut an. Hier ist jetzt ein bisschen weniger Müll. Vielleicht haben wir Glück. Na los, komm schon. Ja. Oh. Was ist das? Oh, das ist ein Knopf. Ah, das ist ein Knopf, ja. Trotzdem. Ja. Ja, hier, guck, siehst du wieder den Stern? Ah, ich dachte eine Münze, weil der so platt war. Schade. Krass, man muss hier halt echt in diese so eine Säure oder was legen, ne? Ja. Ja, krass. Der dritte Knopf schon. Jetzt führt du mal ein. Ja. Wer sucht, der findet. Ah, der Fritz hat eben auch seinen ersten älteren, aber auch ältesten Fund gemacht. Aber wir haben ja auch nochmal ein 93er Signal. Ah, komm schon. Ist hier direkt dort, wo eben der Knopf kam auch. Ja, noch ein Knopf. Ja, vielleicht sollten wir hier echt ein bisschen genauer suchen alles. Absuchen. Ah, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis die erste Münze kommt. Ist nur eine Frage der Zeit. Ah, nächstes 94er Signal. Ist das vielleicht der nächste Knopf? Ah, mal sehen. Hey, ich hab wieder einen Knopf. Echt? Ey, sind so viele Knöpfe, ne? Der ist richtig gut. Ja? Das ist der Beste. Zeig mal, warte. Ich hole noch meinen raus. Da kenn ich alles drauf. Oh, nee, das ist ein Schloss. Na gut. Da. Mann, oh, der ja. Ist überhaupt nicht eingebeult. Ja, der ist gut, ja. Ah, der hat noch eine schöne Farbe. Du siehst nur die Farbe. Mhm. Du hast da die Sichel. Boah, der ist geil. Freunde, vielleicht haben wir hier einen neuen Hotspot. Ah, ganz schwaches Signal, aber sehr guter Leitwert wieder. Wir sind immer noch hier auf dem Bereich, wo jetzt vermehrt Funde kommen. Na, mal sehen, ob ich da überhaupt so gut rankomme, ob das zu tief ist. Ah ne, hört sich doch ganz gut an. Ja. Ach, ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Der sieht schick aus. Nee, kleiner. Und so ein alter, älterer. Cool. Ja, wer weiß, wozu der gehört hat. Vielleicht finden wir die Schatztruhe dazu auch noch. Es hört gar nicht mehr auf mit den guten Signalen hier. Wir kommen gar nicht mehr richtig voran. Aber so macht das doch Spaß. Wenn man die ganze Zeit gute Signale hat. Ha? Ja, die erste Münze für heute.
Ah, es ist leider nur ein Pfennig DDR, aber immerhin. Die erste Münze. Ah, schön. Was haben wir? 1967. Ah, egal. Erste Münze, da sagen wir nicht nein zu. Ja, ja, da. Richtig schön tief. Diesmal. Und noch ein. Oh, so, ist jemand, der buddelt für einen? Das ist geil, ne? Ja, das ist geil. Danke. Ach, guck mal, da ist der Löffel. Das ist klasse. Oha. Der Rest scheint nicht mehr da zu sein. Ist es Silber? Ja. Nee, ist Alu, denke ich mal, oder? Da ist ein Löffel. Ja. Genau, bald speisen. Okay, ein ganz, ganz krasses Signal haben wir hier. Ich will gar nicht den Spaten reinstechen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen größer sein. Entweder das ist ein fettes Stück Aluminium nur oder doch was etwas Größeres. Na gut. Scheint doch gar nicht mal so riesig zu sein. Oh, ist das? Ach, guck mal, ein Lautsprecher. Ah, gut. XXL Fidget Spinner. Und deine Fidget Spinner? Obwohl, das hier irgendwie schon wieder so ein geiler Spot ist. Ja, ne? Also hier sehe ich noch einen richtigen Fund schlummern. Ja, 93er Signal, aber ein bisschen lang gezogen, hört sich nicht so gut an, ehrlich gesagt. Deswegen, naja, probieren wir es trotzdem, aber haben wir nicht so große Hoffnung hier bei dem. Ich habe einen Pinpointer irgendwo vergessen. Ach Mann. Ach Mist. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, nicht mein Pinpointer. Nicht mein Pinpointer. So, da ist der Pinpointer. Ich habe ihn eigentlich gefunden. Hat mich 15 Minuten gekostet, weil ich ihn nicht gefunden habe. Dabei lag er gar nicht so weit weg von der Stelle, wo wir eben waren. Und ich habe aber schon hier an der Stelle weitergesucht. Wir haben hier nochmal zwei Münzen gefunden. Die habe ich auch ohne Pinpointer finden können. Hä? Jetzt sind es drei. Okay, ich dachte, es wären zwei. Ich weiß auch nicht, wie das gerade passiert ist. Vielleicht waren zwei von denen aneinander geklebt. Aber ja, es sind zweimal ein Pfennig und einmal fünf Pfennig, schätze ich. Alles DDR. Dann gucken wir doch einfach nochmal, ob hier noch mehr liegt. Ja, das ist ja witzig. Einfach drei Münzen. Das ist ein Hortfund hier. Schön. So, machen wir mal rein hier. Guck mal, hier nochmal im Umkreis. Guck mal, da ist nämlich noch ein Signal. Das ist doch sehr interessant. Wieso liegen hier so viele Münzen rum? So, mal sehen. Ja, ist noch eine. Einfach noch eine Pfennigmünze. Vier Pfennigmünzen einfach. Also, ja, insgesamt 9 Pfennig, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, 8 Pfennig. Rechnen. Perfekt. Komisch. Ich gucke hier im Umkreis nochmal ganz genau, ob hier noch mehr liegt. 98. Ah, alles klar. Da waren 4 Münzen drin. Hier. 4 Münzen? Ja, 4-mal Pfennigmünzen. Also die Erde, was? Ja. Guck mal, hier ist der nächste Löffel, oder was? Ja. Einfach auch genau abgebrochen wie der andere. Komisch. Naja, haben wir zwei Löffel, zwei Personen. Also Suppe bei. So, Freunde. Das soll es gewesen sein mit dem Video. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Fritz und ich gehen jetzt noch zu einer anderen Location. Falls ihr es bis Dienstag nicht abwarten könnt, dann kommt nämlich 15 Uhr natürlich das nächste Video auf diesem Kanal. Dann guckt auf jeden Fall bei Fritz vorbei. Das Video kommt morgen, falls ihr pünktlich seid, Samstag 9 Uhr. Und dann kriegt ihr schon mal einen kleinen Sneak Peek, was wir so jetzt finden werden. Ich bin gespannt, aber die Location wird jetzt vielleicht ein bisschen spannender, was so alte Sachen angeht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo für diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf Fritz' Kanal. Bis später und bis zum nächsten Video.